Kometen Nishimura auch wieder gefunden. Das ist mein Lieblingskomet. C2023 P1 Nishimura. Hier ist der. Ich habe jetzt mit der Lupe gesucht. Der ist in der Nähe von Pan-STARRS, von den Torsitzener Kometen. Könnte mit dem Meteorschauer Sieg bei Hydriz zusammenhängen. Der von 22. November bis ins 80. Jahre aktiv ist. Höhepunkt am 30. November. Am 30. November rückt der Meteorschauer, glaub ich nicht. Von Nishimura, der Komet. Okay. So, die Ereignisse waren leider keine sichtbaren Ereignisse. Schade. Jetzt die Krönung. Der Komet Nishimura. Jetzt will ich mal gucken, ob Pan-STARRS wirklich in der Nähe ist. Aber Nishimura? Das habe ich. Na, da habt ihr, der Erdbeerskomet ist in der Nähe. Aber ich habe doch Pan-STARRS auch in der Nähe gesehen. So, was ist hier? Was habe ich denn hier? Leute, haltet euch fest, ich habe hier wieder so einen Kometen entdeckt. Boah, ist der krasse. Chuchian One heißt der. Nein, warte, stopp es mal. 24. Dezember auf Heiligabend wird es unsere Sonne dieses Jahres. 2023, also diesen Monat, am 24. Dezember, Heiligabend, nähert sich Chuchian der Sonne. Am 24. Dezember um 1 Uhr nachts, Heiligabend, nähert er sich der Komet Chuchian der Sonne. Um 1 Uhr nachts ist er in unserer Umlaufbahn. Am 24. Heiligabend. Und dann größte Annäherung ist der 30. Januar 2024, nächstes Jahr, 30. Januar 2024, Punkt 1 Uhr nachts, ist die größte Annäherung der Erde von Chuchian One. 62P Chichuan Erde. Nächstes Jahr, 30. Januar 2024, um 1 Uhr nachts ist die größte Annäherung der Erde. Und die Annäherung der Sonne ist am 24. Dezember fällig ab 1 Uhr nachts. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber. Da habe ich jetzt, also die Kometen habe ich jetzt vor kurzem nicht entdeckt bei meinem Öffnungsvideo, was ich erstellt habe gestern. Es gibt auch eine Möglichkeit, und zwar, man gibt hier Pan-STARRS ein. Oh, warte. Wie heißt der nochmal? Einige Kometen sind nicht freigeschaltet. Wo sind alles die Verkehrten? Welcher war das denn? Oh, Scheiße. Also ich weiß jetzt nicht, welches es war. Ich habe hier sehr viele Pan-STARRS, also ich weiß nicht, welcher Kometen ich da so wollte. Jetzt habe ich hier die Werbung wieder. Na, einige, guck mal raus kurz, pass bitte. Ich habe schon rausgeguckt. Jetzt kannst du auch rausgucken. Nö. Nee. Wieso nö? Wieso nö? Du wolltest rausgucken. Was?
Brust was zu sehen? Leute, ich habe den berühmten Lemon-Komet entdeckt. Und wow! Lemon habe ich jetzt auch entdeckt, zufällig. Boah. Ah, das lohnt sich ja gut. Gut. Ja, jetzt baue ich bald wieder aus. Ah. Mann, das macht Spaß, der Kometen-Asteroiden-Suche, ne? Also, das ist ein cooles Videospiel. So guter Letzt wieder so einen Asteroiden entdeckt. Cool. Also es lohnt sich nicht mit Fingern zu blättern. Weil da könnte man mit dem Teleskop besichtigen, wie angezeigt, und ist gut. Ja, dann mache ich jetzt erstmal das Video aus. Es wird langsam hell draußen. Ich will auch gucken, was draußen los ist. Es ist schon wieder am Schneien. Wie gesagt, wir kriegen weißen ersten Advent. Weiß sogar. Und Kinder können sich schon mit Schnee drauf freuen, aber wäre das die Werbung jetzt nicht gewesen wäre. Telekom ist auch nicht schlecht. Und ja. Na, ich komme jetzt nicht raus. Das ist so. Da habe ich noch was, Kuschel da. Und wieder ein Kometen entdeckt. Das glaube ich jetzt nicht. Der war genau direkt daneben, ey. Boah! Hätte ich jetzt die Itkara jetzt ausgemacht, ey, Leute. Daneben war ein Kushida-Kometen. Alteste. So,
Größte Annäherung der Erde, 12 Dezember, 1 Uhr nachts. Periode Distanz, 25. Januar, nächstes Jahr, erst nächstes Jahr, 25. Januar 2024, 2024, 25. Januar, um 1 Uhr nachts ist die Sonnenannäherung. Hier steht der Plan. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt im letzten Blick noch einen Kometen entdeckt habe, echt, ey. Warte mal, da war noch was gewesen. Ah, das ist der Minophone-Asteroid. Ey, es macht Spaß, Bummer, guck mal. Ah, Asteroid kennen wir schon. Ja, den habe ich jetzt, glaube ich, nicht entdeckt. Boah, ich habe jetzt viele Asteroiden gefunden, Mama. Das ist ja krass, ey. Ich habe jetzt ganz viele Asteroiden entdeckt. Ja. Könntest du da mal Füßen bitte nachgucken, die Hornhaut? Das wäre ganz nett, Mama. Michelle, was machen die nicht mehr dran? Ja, scheiße. Mist, schade. Aber egal. Ja. Was ist dieser Wirbel wieder raus? Ich habe sehr viele Asteroiden gefunden, Mama, und Kometen. Die Anzahl weiß ich jetzt nicht genau. Aber die haben so komischen Namen, da verdammt über die Satelliten, weißt du das? Mir macht das Spiel Spaß. Ist besser als wie alles andere, wisst ihr das? Hier habe ich bei Saturn zwei Objekte. Das ist, glaube ich, ein Asteroid schon wieder. Krass, ey. Ich habe hier einen Asteroid gefunden. Ey, das ist so krass, ey. Der hat keine Ereignisse, aber der hat, das ist ein toller Asteroid. Wo die Asteroiden denn herkommen, wenn ich mal gerne wüsste. Die kommen ja von nichts. Warte, was ist das? Wieder ein Asteroid. Boah, krass, ey. Warum war es ein Asteroid, ey? Ah.
Hier oben habe ich was gefunden. Nein, nicht das. Astria, okay. Ja, ich glaube, ich mache jetzt mal aus, weil die Wärmung geht dann auf den Geist. Endlich. So, das ist auch wieder ein Asteroid, GB4. So, das war's. Freunde, mehr habe ich jetzt nicht gefunden. Nicht, dass ich wüsste. Haufenweise Asteroiden, Kometen, zahlreiche Kometen dort unterwegs. So, ich wünsche euch allen einen schönen Adventssonntag und sage aber bis dann. Und da geht gleich der Mond aus auf. Sehr spät und die Venus geht auch nicht auf.